Ich möchte euch gerne unsere neuen drei Wings vorstellen, die wir eben gelauncht haben. Wir fangen gleich an mit unserem High-End-Produkt, das ist der Score Limited. Beim Score Limited arbeiten wir mit komplett neuen Materialien. Wir brauchen hier das bekannte Hookipa-Material für die Front-Tube und die Strut. Und für die Canopy verwenden wir ein X-Ply, wie man es aus dem Windsurf-Segel kennt, nur ist es viel leichter. Aber es hat die Dauerfestigkeit vom X-Ply. Der Score Limited haben wir lange daran entwickelt. Wichtig zu wissen ist, wir können mit dem Hookkeeper-Material komplett neue Geometrie entwickeln, viel dünnere Fronttubes. Es wird sehr hart gepumpt, 12 bis 14 PSI, das ist so viel wie ein Inflatable Stand-Up. Dadurch wird der Flügel extrem steif, sehr direkt, unglaublich schnell, ein riesen Windbereich zum Abdecken, super schön zum Fahren. Hat einen gewissen Preis, ist eher ein bisschen teuer, aber ist unser High-End-Modell. Der liegt zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Was wir bei diesem Limited Edition auch haben, sind unsere neuen Handles mit einem Click-Fix-System. Die kann man abmontieren, die sind sehr, sehr steif und robust. Garantieren ein unglaublich direktes Fahrgefühl, ist auch ein bisschen eine neue Dimension beim Wingsurfen. Unser zweites Highlight ist der Topspin. Das ist so ein bisschen das Signature-Model von Balz Müller. Er will seit Jahren ein Wing mit einem Boom, haben wir jetzt gemacht. Das ist im Grundsatz ist es unser Spin-Modell, wie wir es beim Spin haben. Wir mussten die Strut ein bisschen anpassen, wir haben das Profil ein bisschen angepasst und halt mit dem Boom gibt es die drei Größen, 3.6, 4.1, 4.6. Speziell dabei sind natürlich die Farben, wie das Balz sich gewünscht hat. Jede Größe hat eine eigene Farbe, von Pink über Mint bis zu Gelb. Ist auch jetzt auf dem Markt. Eigentlich war es gedacht als Freestyle-Wing. Alle, die es fürs Freeriden benutzen, lieben es. Und wir verkaufen mittlerweile besser zum Freeriden als eigentlich im Freestyle-Bereich. Versus Griffe, das ist die große Diskussion im Markt jetzt. In welche Richtung geht es? Schwierig zu sagen. Wir überlassen dem Kunden die Wahl. Viele Schulen, die sagen, nein, wir wollen Soft-Handles haben, können wir uns nicht verletzen, Material geht nicht kaputt. Einige Fahrer wollen Boom, andere wollen feste Handles. Wir bieten alle drei Möglichkeiten an. Den Score gibt es mit festen Griffen oder Soft-Handles. Den Topspin gibt es mit Boom oder mit Soft-Handles. Im Moment wissen wir nicht, in welche Richtung es geht, aber der Trend nach Boom oder festen Handles ist schon sehr stark.